Pokémon Booster auf eBay kaufen. Ich habe schon einige Produkte dort erworben, jedoch stellt sich vielen von euch die Frage, wie sicher ist das Ganze? Da jeder die Möglichkeit hat, eigene Angebote online zu stellen, sollte man beim Kauf genau aufpassen. Sonst kauft man anstelle einer Glurak-Karte nur das Bild einer Karte. Die Gefahr liegt vor allem bei gewogenen Boostern, resealten Produkten, Karten in einem schlechten Zustand oder die hoch angetriebenen Mystery-Items, die so vieles versprechen. Zusätzlich ist der Preis auf eBay nochmal eine Sache für sich und auch ähnlich wie auf Amazon sehr hoch angesiedelt. Ich werde heute eine Vielfalt von Produkten kaufen, testen und euch sagen, was an eBay gut und schlecht ist. Ob das Ganze so sicher ist, finden wir es hier und jetzt heraus. Dann schauen wir mal, was die Plattform eBay für uns so offen hält. Pokémon Sammlung. Abfahrt. So, als erstes gucken wir mal, was läuft denn bald aus? Und ob wir hier was Geiles finden, was wir uns snacken können. Ja. Was haben wir da? Eine Pokémon-Sammlung, seltene und alte Karten. Gehen wir mal rein. Wir haben auf jeden Fall ganz viel Starlos. Scheint ein Starlos-Fan zu sein, okay. Wir haben hier aber auch EX-Karten. Okay, okay. Interessant. Dragon Frontiers, EX Dragon. Rubin Saphir, Sandstorm. Ja, ja, auch Level X. Interessant, Tin-Promos. I like that a lot. Okay, 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 das ist crazy. Ein paar Modern-Karten, auch Full-Arts. Also overall eine sehr solide Sammlung bisher. Crystal Kabutops. Das wird ja immer besser. Auch sehr viele Karten aus der jetzigen Zeit. Also ist gar nicht so alt alles. Okay, da jetzt die Frage, würde ich das kaufen? Ja oder nein? Da ich jetzt nicht der größte Fan bin von den Karten, die ich jetzt hier sehe. Ich bin nicht der größte Steelix-Fan. Und ich bin halt auch nicht der größte Kabutops-Fan. Auch wenn ich die Crystal-Karten sehr, sehr mag tatsächlich. Aber ich habe einen Crystal Kabutops schon. Dementsprechend wäre das jetzt nichts für mich. Aber ich denke mal, dass die Karten in einem guten Shape sind. Von dem, wie ich das jetzt hier sehe. Wir haben nur ein Bild. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Ecke, die jetzt gerade nicht so schön leuchtet. Aber potenziell ist es, glaube ich, ein Kauf für viele Leute, die eventuell da was snacken wollen. Okay, was ist das? Pokémon-Sammlung 4000 Karten, Holo oder besser garantiert. Heißt, ich kaufe mir davon etwas und bekomme da auch was? Oder wie ist das? Okay, es scheint sehr witzig zu sein. Es sind wohl Mystery Packs, die das Ganze sind. Die Karten sind Englisch, Deutsch, Koreanisch, Japanisch. Ein selbst erstelltes Pack setzt sich zusammen aus 10 Karten. 6 unterschiedliche, 2 Trainer, eine Energie, eine seltene Glitzerkarte. Keine Doppelten. Das müssen wir austesten, ich sag's euch. Das kann wirklich nur Bullshit sein. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Es stand meine Adresse drauf, dementsprechend denke ich mal, dass es was ist. Und zwar denke ich mir, dass das hier das Random Pack ist für 12 Euro. Ich gehe fest davon aus, dass das Random Booster Pack ist. Wir gucken uns das Ganze an. Ich bin sehr gespannt, was wir hier drin haben werden. 12 Euro. Lohnt es sich? Ich hätte auch einen Preisvorschlag machen können und alles, was da, oder nee, man könnte drauf bieten. Man konnte drauf bieten. Das war das Ding, ne? Aber hey, für die Wissenschaft gebe ich das Geld gerne aus, damit ihr es vielleicht nicht ausgeben müsst. Wir schauen mal. Wir haben hier Ribbon Badge. Eevee aus Evolving Skies. Sehr, sehr wichtig, um zu sehen, was für Sets hier drin sind. Also, wie es halt aussieht, halt auch. Wir haben hier einen Käufer. Das müsste... Boah. Müsste auch schwer ein Schild sein. Müsste auch schwer ein Schild sein. Hoppala, was haben wir hier? Wir haben aber auch Japanisch da drin, okay? Das ist sehr wild. Vor allem Schwert und Schild 9 haben wir hier. Interesting. Also sind viele neuere Karten drin. Anton haben wir hier. Okay. Anton Reverse aus dem Diamond and Pearl Set, wenn ich mich nicht recht irre. Das ist sehr wild, auch wenn es sehr, sehr zerkratzt ist. Aber das ist schon mal cool, eine Retro-Karte hier drin zu haben, sag ich mal. Wir haben ein Lapras hier drin, auch aus Sonne, Mond, Schwänzschild 9. Lucario haben wir hier. Das ist aus Unbroken Bonds, glaube ich, oder? Könnte wirklich sein. Okay, und unsere Holo-Karte ist ein P. Und wir haben eine strahlende Sterne-Code. Also ich habe mit was Schlechterem gerechnet tatsächlich, als mit einem Pi-Holo. Das ist ja tatsächlich, es ist immer noch zu viel Geld, sag ich mal. Aber es ist eine Karte aus Celebration. Und die Karte sieht auch von der Condition her sehr in Ordnung aus, nenne ich es mal. So, gehen wir mal Pokémon Booster ein. Ich denke mal, da werden wir ein bisschen mehr finden, was eventuell interessant ist. Denn Booster Packs auf eBay kaufen, ist immer eine heikle Sache. Da haben viele wahrscheinlich Angst vor. Ach du Heilige, wenn ich die Preise sehe, habe ich auch ganz schön Angst davor. Ich finde es halt einfach bei eBay interessant zu sehen, dass man zum Beispiel solche Displays bekommt,
für 70 Euro plus 10 Euro Versand plus Zoll. Und die bekommt man sehr viel günstiger tatsächlich in Online-Shops halt, wie bei Corner oder ähnliches halt. Das ist halt das Krasse. Das wissen viele Leute wahrscheinlich aber nicht auf Ebay, ne? Und Leute kaufen gerne auf Ebay. Das hat's mit lose Booster auf sich. Lose Booster. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Ich glaube, davon werden wir uns definitiv ein paar holen. Ein paar lose Booster, strahlende Sterne, Fusionsangriff. Einfach um zu gucken, weil ja auch schon 771 verkauft wurden. Ob da irgendwie gewogene Packs dabei sind oder nicht. Weil ich glaube, das ist allgemein für euch sehr, sehr interessant. Nächstes Paket und wir schauen mal rein, was wir dort drin haben. Okay, wir haben hier Liefertschein und sonst was. Und wir haben hier Booster. Und zwar habe ich, glaube ich, zweimal Fusionsangriff bestellt. Und dreimal Evolving Skies. Und zusätzlich natürlich die Brilliant Stars Booster. Wir schauen mal rein, ob die Booster irgendwie gewogen sind oder nicht. Ich gehe nicht davon aus, da das Ganze von einem Händler war. Also ich habe eine Rechnung und alles bekommen. Also es war kein Privatkauf. Aber wir haben auch noch Booster von einem privaten Seller, weil das möchte ich natürlich auch ausprobieren. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Least Favorite von den drei Boostern. Und zwar Fusionsangriff. Ich konnte da tatsächlich auch nur noch zwei Booster holen. Die anderen waren wohl alle ausverkauft, dementsprechend. Schauen wir rein, was in den letzten Boostern drin ist, ob da noch Hits drin sind. Ich würde mich sehr freuen über die Ciana-Karte, die mir immer noch fehlt. Aber wir schauen mal, ob hier mal was drin ist. Leider nur Arcani als Rare-Karte. Victini, Alter, mit dem Riesenbauch. Der Junge hat richtig Bock auf Sport. Wisst ihr, ich mache keinen Sport und trotzdem flexe ich immer mit meinem Bizeps, ey. Frag nicht warum, es ist einfach hängen geblieben. Aber gut, Vulpix haben wir eben, sehr schön Artwork. Chanera, Zickzacks, Alter. Fusionsangriff hat echt underrated Artworks, muss man sagen. Also die Artworks sind echt fantastisch. Aber leider kein Hit hier bei diesen Boostern, was ein bisschen schade ist. Aber wir haben auch dreimal Evolving Skies noch geholt. Waren auch, also die Booster sind alle ein bisschen teurer auf eBay, was ja auch ganz normal ist, sage ich mal. Da die Leute dort, wie es aussieht, auch bereit sind, mehr Geld auszugeben. Wie gesagt, ich empfehle euch eher Seiten wie Kartenmarket oder etliche andere Seiten, wo man Pokémon-Karten kaufen kann. Auf jeden Fall nicht eBay. Aber das Ding ist, bei so Sellern, wo halt Leute sind, die ja wirklich gewerbliche Händler sind und die auch schon wirklich viele, ich nenne es mal, Bewertungen haben, da kann man eigentlich von ausgehen, dass man dort normale Packs bekommt, die halt gegebenenfalls auch Hits mit sich bringen. Wir sehen hier aber gerade eher das Gegenteil, was ein bisschen schade ist. Hallo, Hits, kommt mal rein hier. Komm schon, Evolving Skies. Letztes Booster. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier wenigstens nicht drin haben würden. Das wäre sehr, sehr sahnig. Tentacha. Oh! Rayquaza V-Max Rainbow! Let's go! Das ist ein Hit, den sehe ich doch mehr als gern. Noch nicht einmal gezogen. Und dann noch ein englisches Rayquaza V-Max Rainbow. Junge, das sieht geil aus. Ich weiß nicht warum. Bei Amazon-Video hatte ich ultra Glück. Jetzt bei diesem Video hatte ich mega Glück. Mit einer der besseren Secret Rares, die man so ziehen kann aus drei Boostern. Also von daher würde ich sagen, sehr, sehr lucky. Und wieder eine Bestätigung, dass die Booster nicht abgewogen werden. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die man halt auch eher sehen kann. Sehr schöne Corners, sehr schöne Karte. Holy. Oh, der Drache, Alter, ey. Das ist eine Karte, die für immer meiner Collection bleibt, gefühlt. Der Rayquaza, ich weiß nicht warum, aber Rayquaza, ich habe da auch noch vor kurzem mit meiner Freundin drüber gesprochen, ist halt einfach ein Pokémon, was einfach ein Banger ist. Du kannst Rayquaza einfach nicht hassen. Es ist einfach ein schönes Pokémon, muss man sagen. Aber gut, mal gucken, ob wir den anderen Drache noch holen können aus Brilliant Stars. Dort haben wir jetzt auch noch ein paar Boosters. Okay, ich habe drei Karten übersprungen hier. Tut mir leid, Shinux, tut mir leid, Bamon. Aber hallo, Pokusan mit dem guten Barbier. Und Zwirfins in Holo. Auch sehr, sehr off-center tatsächlich, das Zwirfins. Aber Hit auf jeden Fall am Start, obwohl die nicht rausgewogen werden können, die Character Rare Hits. Aber hier auch schon wieder eine Holo, das heißt, das spricht auch für den Seller. Abgesehen vom Preis, der jetzt auch nicht schlecht ist an der Stelle halt. Ich glaube, 4 Euro ein paar zerquetschte, beim Kiosk zahlst du immer noch mehr. Aber da hast du natürlich einen Vorteil, dass du da halt dich vor Ort holen kannst. Ne? Hier hast du natürlich auch Versandkosten, die dazukommen. Raichu haben wir hier am Start. Cooles Pokémon, mögen wir, mögen wir. Deswegen, und wenn ich mal so gerade, keine Ahnung, Bock habe und gerade unterwegs bin und sehe, so dass da ein Laden ist, dann gehe ich da auch gerne mal rein und hole mir auch mal Booster und öffne das, ne? Das ist halt so ein Ding, das, keine Ahnung, ist so ein bisschen, man hat da Freude dran. Ich habe da sehr viel Spaß dran halt. Gala und Friends, ey, die Karte würde ich auch nochmal sehr, sehr gern ziehen. Bisher hatte ich noch nicht so wirklich den Moment halt, wisst ihr, ich kaufe mir mal so ein, zwei Booster so, bei, wenn ich so an Läden vorbeilaufe oder beim Kiosk oder sowas. Aber ich habe bisher noch nie so wirklich einen Big Hit gehabt. Wir haben eine Shame and V aber gezogen, Full Art. Alter, mit einer dicken Printline durch den Kopf. Was denn da passiert? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Richtiger Kratzer, Alter. Aber sehr Mama-mäßige Puls, ey. Tschüss. Das ist crazy. Okay, was ist...
Okay, die Karte hat nicht nur eine Printline, die Karte hat richtig, richtig scheiß Print. Seht ihr das auf seiner Backe? Da fehlt richtig viel Print. Also die Karte, die... Es ist nicht das Glurak von Trimax immerhin. Zieht euch mal diese Qualität an. Trotzdem sehr, sehr weird, dass die Karte... Also das ist das erste Mal, dass ich sowas habe tatsächlich. Komisch. Aber ey, wir haben eine Full Art gezogen aus 8 Boostern. Das ist wiederum sehr, sehr strong. Also ich möchte mich nicht beschweren. Alles cool. Laufkarps, Rechnung können wir es noch mit einer Character Rare beenden. Eine Mewtwo haben wir hier als Rare und eine Faustakarte. Aber wir haben noch 2 Boosters. Dann schauen wir uns die anderen Sachen an, die wir noch haben. Denn wir haben noch einiges heute am Start. Von daher freut euch drauf. Schnell gestellt, Terra Holo hier auch nochmal mit dem krassen Centering-Issue. Crazy. Und das letzte Pack. Machen wir das Ganze auf. Tendenziell hat sich der Boosterkauf schon gelohnt. Also Full Art, 2 Character Rares und eine Rainbow. Also beschweren kann ich mich da absolut überhaupt nicht, ey. Das ist mal ein Puls im Sinne von fast einem Display. Aber das Ding ist, man hat es natürlich nicht immer, ne? Also man weiß da natürlich nicht, wie das halt ist. Es kann halt sein, dass die Leute das halt mehr oder weniger aus dem Display genommen haben oder aus random losen Boostern oder ähnliches. Aber das war jetzt erstmal Daumen nach oben. Als nächstes habe ich das hier bekommen. Umschläge. Und zwar dachte ich mir, es wäre ja sehr, sehr einfach, bei Händlern was zu kaufen. Deswegen habe ich jetzt bei einem privaten Verkäufer noch was gekauft. Und zwar die günstigsten Booster, die mir dort entgegengeflogen sind. Mal, wir gucken erstmal hier rein, denn hier haben wir die Booster. Und zwar bunter Gleichgesinnten auf Japanisch. Hat irgendwie 2,70 Euro pro Stück gekostet oder sowas. Und da bin ich jetzt gespannt. Sind das leichte Booster? Oder sind das ganz normale Packs halt? Also, dass die wirklich... Unweight sind halt. Würde mich sehr, sehr freuen. Das ist ein cooles Set. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Boosters. Bunte Gleichgesinnten. Wir schauen mal rein. Ob wir was ziehen würden. Also ich würde mich sehr über alles freuen, was wir ziehen würden. Und so, dass ich halt sehen kann, hey, der Seller, der gönnt auf jeden Fall. Und hat jetzt nicht nur seine Unweight Packs hier reingepackt, weil der hat sehr viele bunte Gleichgesinnten Packs angeboten. Aber wir schauen mal, was wir hier haben. Komm schon, es sind nicht so die coolsten Pokémon da drin in dem Set, muss man sagen. Abgesehen natürlich von den wunderschönen Tag-Team-Karten, die hier auch drin sind. Ich glaube, ist hier nicht auch Raichu und Alola Raichu als Tag-Team? Einer der schönsten Tag-Team-Karten überhaupt. Gucken wir mal. Wir haben bisher leider noch gar nichts. Die japanischen Packs sehen auch immer sehr, sehr weird aus. Es kann natürlich auch sein, dass wir mit 7 Packs bei 0 Hits rausgehen. Aber ich würde mir sehr, also ich würde mich sehr über eine Holo freuen. Wenigstens let's go, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Holo Celebi, auch noch einer meiner Favorite-Pokémon. Und ein Voltula haben wir noch hier am Start. Wir haben immer eine Holo gezogen, das heißt, können unweight sein. Dementsprechend bin ich da sehr, sehr froh. Ein Celebi, sehr süß. Aber gut, machen wir weiter. Vielleicht ziehen wir noch eine Full Art oder was Besseres. Mich wundert es, dass das Pack so günstig in Anführungsstrichen ist. Für 2,90 Euro oder 2,70 Euro. Nochmal ein Tag-Dustin-Holo. Let's go. Es geht weiter, es geht weiter. Sehr schönes Artwork. Sehr dynamisch, wie er dort von der Welle angespült wird. Aber das Set ist jetzt auch schon ein bisschen älter halt, ne? Also, auch schon ein paar Tage, als es rauskam. Wir haben da auch die Secret Rare Mewtwo Mew-Karte als Tag-Team gezogen damals, als wir damals... Ich glaube aber nochmal, ne? Oh! Oh mein... Aber... Wie es aussieht, ziehen wir nichts mehr als Holo-Karten. Leider. Schade. Aber immerhin 2 Holos, was schon mal für den Seller spricht. Okay, hier haben wir noch was Geiles. Pokémon Mystery Box CGC-Karte garantiert. Das kann auch witzig sein. Okay, auf das habe ich mich sehr gefreut. Die 50 Euro Mystery Box. Schauen wir rein, was wir hier haben. 1 und 2. Also ist sogar durchnummeriert. Das heißt, der Seller hat sich bei dem Produkt was gedacht. Sehr gespannt für 50 Euro. Okay, wir haben hier das gute Set Starbirth. Vielleicht ist auch so eine nette Nachricht oder sowas drin. Wir haben hier noch ein paar Karten sogar. Okay. Starbirth. Großer Fan von Starbirth vielleicht. Okay, was haben wir hier? Wir haben sogar Karten hier, glaube ich, aus Starbirth. Kann das sein? Ich meine schon, dass das Moltres aus Starbirth ist. Schauen wir rein. Wir haben hier das Moltres. Ein Altaria Holo. Okay, das müsste aus Champions Path sein. Lebeldra. Oh, Whimsicott. Das ist okay. Und ein Retro Eevee. Okay, das sind coole Karten, sag ich mal halt, ne? Auch wenn Whimsicott jetzt vielleicht nicht so gut ist. Das ist eine sehr spielschwache Karte, die viele gerne haben wollen, ne? Weil vielleicht die deutsche, englische zu teuer für den ist oder ähnliches.
Das ist schon mal ziemlich cool. Und wir haben halt, wie gesagt, 3 Booster an der Zahl. Kosten ungefähr, glaube ich, halt auch 3-4 Euro. Also bist du da halt auch schon bei 12 Euro mit den, ich nenne es mal, Karten, die dazukommen. Vielleicht bist du schon auf 20. Das heißt, die Karte, die wir hier haben, könnte einen Wert von 30 Euro haben, um auf den Wert zu kommen, der Mystery Box. Kann auch sein, dass es natürlich krasser ist. Aber wir schauen mal. Wir haben jetzt Slimer. Wir haben einen gerade gehabt in Strahlende Sterne, sage ich mal, in Deutsch. Jetzt haben wir hier die japanische Variante von dem guten Zwirfinst. Schauen wir rein, was wir im nächsten Buchstaben haben. Vielleicht ziehen wir nochmal ein Big Banger Artwork. Wir haben einen Knacksel. Wir haben ein Pikachu Barrel. Und Manaphy. 2 Holos bisher. Also auch nichts abgewogen, was wieder auch sehr gut ist. Ich frage mich, warum sollte man das auch machen für so ein Produkt oder ähnliches. Hat man ja nichts von. Und wir haben leider hier gar nichts drin. Aber 2 Holos. Okay, was verbirgt sich hier hinter? Okay, wir haben 2 CGC-Karten. Das ist sogar eine Minvic Voltage Pre-Release-Karte. Okay. Das ist krass. Und eine Dragoran EX. Das ist tatsächlich voll okay. Also ich habe nicht mit 2 CGC-Karten gerechnet. Und pro Slab ist halt immer pro Grading halt ungefähr gerechnet. Also 10, 15, 20 Euro kostet so ein Ding immer. Also da sind wir auf jeden Fall mit was Gutem rausgegangen, sage ich mal halt. Das ist wirklich cool. Vor allem Pre-Release-Karte und eine Kartos Evolution. Witzig ist halt auch, die haben beide dieselbe Serie, nur bloß ein halt darauf folgend halt. Also vielleicht sind die extra gegradet worden für diese Boxen oder ähnliches. Oder sind halt Bulk-Submissions von demjenigen gewesen. Nee, aber prinzipiell preis-leistungsmäßig war das sehr gut, ey. Also ich habe mit was Schlechterem gerechnet. Stark. Okay, was haben wir hier? Private Sammlung. Das Impergator. Das Impergator. Das ist schon böse. Das ist wirklich böse. Oh, wir haben auch Celebrations-Karten. Das ist halt immer sehr interessant zu sehen, ob die Sammler halt wirkliche Sammler sind oder ob es Leute sind, die ihre alten Karten gefunden haben. Und anhand des Binders siehst du halt schon, okay, das sind halt Leute, die halt schon seit längerem sammeln und sich davon jetzt eventuell trennen oder hoffentlich oder hoffen einfach etwas Geld zu machen. Aber tendenziell jetzt auch nichts, was ich jetzt gerade sehe, was mich interessiert, muss ich an der Stelle sagen. Aber hier overall auch wieder Karten, die jetzt in einem nicht so guten Shape sind dabei, sehen wir hier. Das Eselsohr ist bösartig. Wir haben hier oben sehr viel Silvering. Aber auch sehr viele interessante Karten tatsächlich halt. Also kann man sich mal gönnen. So, schauen wir mal nach EX-Packs. What's that? Das ist vielleicht eine sehr interessante Sache. Und zwar EX Powerkeepers haben wir hier. 4 Stück, die man kaufen kann. Frage ist erstmal, sind diese soweit sealed? Und die andere Frage ist, kauft man hier Light Packs oder Heavy Packs? Okay, die wurden angeblich nicht gewogen und werden auch nicht gewogen. Was ich schon mal ganz gut finde, dass man da konsequent ist, definitiv. Eieiei, was haben wir hier denn? Pokémon Japan EX Team Rocket Returns. Rocket Gang Strikes Back Booster. Ich bin da so gerade ein bisschen hängen geblieben bei japanischen First Edition Packs. Wo halt auch Goldstars drin sein können. Und das Pack sieht vom Cover her unglaublich crazy aus. 550 Euro ist eine ganze, ganze Menge. Das ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Die Wissenschaft. Okay, das Wissenschaftspaket kam an. Ich bin sehr auf den Zustand gespannt, beziehungsweise ob hier alles koscher mit ist. Also ich habe ja, sehr viel Geld bezahlt. Dementsprechend hoffe ich mal, dass hiermit alles koscher ist. Der Kauf von Retro-Boostern ist natürlich auf eBay immer ein Ding. Wo kriegt man sonst diese Teile her? Klar, bei größeren Shops, aber oftmals von Privatverkäufern. Und dafür nutze ich eBay tatsächlich sehr, sehr gerne. Aber ich habe da auch schon sehr oft Unglück gehabt, sage ich es mal. Und die Leute dort sind natürlich auch nicht immer ehrlich, wenn sie halt sagen, so, yo, die Packs sind nicht gewogen oder ähnliches. Und oftmals sind sie gewogen. Und deswegen bin ich bei diesem Item sehr froh, sage ich mal, bei dem, was wir geholt haben. Weil wir haben ein First Edition Team Rocket Returns auf Japanisch geholt. Rocket Gang Strikes Back nennt sich das Ganze. Und das Ganze kann nicht gewogen werden, da dort immer eine safe Holo ist, meiner Ansicht nach. Die Frage ist nun, in welcher Qualität ist das Booster Pack? Und okay, das ging schneller kaputt als gedacht, das wollte ich eigentlich nicht. Ich hoffe, hiermit ist alles koscher soweit, aber das war gerade ein sehr schneller Cut, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich hoffe, da ist nichts so Schlimmes mit, aber wir können es gerne mal öffnen und reingehen in das Ganze. Ein 500-Euro Booster. Chance auf Goldstars, Chance auf EXs ist hier überall gegeben.
Also man kann hier, wie gesagt, Goldstars ziehen, man kann die EXs ziehen, man kann hier aber halt auch ganz normale dunkle Rocket-Karten ziehen, die wir kennen. Und wir haben hier ein First Edition Visenio am Start. Eine sehr geile Karte, wie gesagt, mit dem First Edition Stempel. Haben tatsächlich die japanischen Karten noch aus der EX-Zeit. Sehr, sehr cool. Und wir werden auch noch ein solches Booster in den nächsten Tagen haben. Freut euch, wir haben einen Rettern hier am Start. Zubat. Smogon. Ich würde mich todesfreuen über die Goldstars, das brauche ich glaube ich nicht sagen halt, ne? Ein sehr dickes Seeper. Okay. Wieso? Passend zum Visenio. Ich glaube, da kann meine Freundin sich gleich freuen, denn das sind ihre Karten. Togepi mit einem brachialen Artwork. Und Team Rocket Returns ist, glaube ich, bekannt für seine geilen Artworks. Und ich hoffe, wir werden davon einige sehen. Wir haben hier eine Maschine von Team Rocket mit einem Morabel drauf. Wir haben hier einen Super Scoob-Up oder ähnliches mit einem Voldoball. Eine Energie. Und ich glaube, jetzt müsste die Karte kommen. Wir haben einen Ledian als Holo-Karte. Ist jetzt nicht das Geilste, to be honest. Aber es ist ein Holo First Edition Ledian. Hätte eine Goldstar sein können, hätte eine EX sein können. Aber hey, das Gute ist schon mal, sag ich mal, dass das Pack soweit sealed war. Also ich habe nichts großartig Schlimmes damit gesehen. Und der Preis war da auch definitiv in Ordnung. Wir haben sogar noch den alten Yen-Sticker hier drauf. Für 224 Yen ging das Ganze über die Theke damals. Nö, ich bin aber prinzipiell jetzt nicht super unzufrieden damit. Ist vielleicht nicht die beste Holo, aber dafür war mit dem Kauf alles super. Mann, ich wollte Goldstar! Mein abschließendes Fazit zu eBay. eBay hat sich über die Jahre einen großen Namen gemacht. Viele kennen diese Plattform und viele Leute sind bereit, dort Geld auszugeben, als auch Artikel online zu stellen. Gerade für Vintage-Karten oder halt alte Booster ist es die Adresse mit der Plattform Kleinanzeigen. Durch die Möglichkeit, auf Artikel zu bieten, kann man dort auch gute Schnäppchen machen oder durch die Preisvorschlagfunktion ebenfalls mit dem Verkäufer verhandeln. Oftmals werden dort aber Karten und Booster gelistet, die auf anderen Plattformen oder Webseiten für günstiger verkauft werden. Gleichzeitig bietet eBay aber halt auch Käuferschutz, was heißt, dass der Käufer bei einem Kauf oftmals abgesichert ist. Natürlich nicht immer. Ein Nachteil auf eBay ist jedoch, wenn man Artikel verkauft, dass man einen gewissen prozentualen Anteil an eBay abdrückt, dafür, dass man die Plattform und Reichweite nutzen kann. Was dementsprechend halt auch die höheren Preise mehr oder weniger erklärt. Das Kaufen von Artikeln, die nicht OVP sind, ist aber trotz dessen auf eBay immer gefährlich, da wie gesagt diese Artikel trotz dessen gewogen werden können oder halt auf sehr clevere Art resealed werden können. Dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, immer Artikel zu kaufen bei Leuten, die eine gute positive Bewertung haben oder gar gewerbliche Verkäufer sind. Ich kaufe oftmals bei eBay, aber dort halt auch nur ausgewählte Artikel und keine, die ich woanders finde. Klickt doch gerne auf dieses Video hier. Dort haben wir das Ganze auf Amazon getestet.